Und ein herzliches Willkommen zurück bei Rise Son of Rome mit von Lujer Gameplays als Hobby in Kolosseum aus Rom. Ja, wer den letzten Teil gesehen hat, weiß, um was es geht. Wir müssen kämpfen. Wie immer. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir hüpfen jetzt runter und schmeißen uns einfach mal ins Getümmel. Und morgen so bisher einfach mal drauf los. Ups. Nein! Oh. Sterb doch! Jetzt sichert den Strand, meine Gladiatoren! Sichert den Strand! Ja, genau so. Ich will noch mehr Blut sehen. Krass, ey. Nach der Eroberung der Küste Dovers ließ der siegreiche Commodus die verräterische Festung unter seiner glühenden Macht erzittern. Was ist hier noch? Das kann nicht brennen. Okay. Ah, die kämpfen mit mir oder was? Okay. Das ist echt heftig. Ich meine, in Kolosseum konnte man wirklich den Boden und die Umgebung und alles ändern. Ich meine, ob das jetzt so krass war, weiß ich jetzt nicht, aber in diesem Fall ist es echt heftig und einfach nur geil. Gerechtem Zorn erfüllt. Streckte der allmächtige Commodus die Briten für ihre Respektlosigkeit nieder und entzündete in Dovers gezähmtem Herzen die ewige Flamme Roms. Hörst du schon genug? Römischer Abschaum! Da überlegt man sich eigentlich, ob man wirklich das nicht auch mal Multiplayer zocken sollte. Aua! Die Frage ist dann, ob es dann Gegner da ist, oder? Römischer Abschaum!
voll reingerollt, ey. Stirb doch endlich. Geht doch. Ha! Geht doch. Entzünder des Siegesfeuer. Wo sind eigentlich die anderen? Wo sind die anderen Gladiatoren? Sind die nicht mit mir? Achso, da die Fackel soll ich nehmen. Jawohl, ja! Darauf hin zu General Commodus, zum Waldversteck der britischen Verräter. Und ganz allein den bösen König Oswald und seine wilde Tochter gefangen zu nehmen. Oh, hi. Ich hab die gefangen genommen, ihr Wichser. Piep! Commodus! Durchstreifte geschwind den Wald, geschwind wie ein Wolf. Geschwind! Hast du gehört? Geschwind wie ein Wolf! Kämpfe ich das schon gegen Commodus oder? Schalte den Bogenschützen aus. Oh. Versuchten General Commodus zu bezwingen. Aber er ließ sich nicht aufhalten. Was ist das für einer? Ein Goldmann. Ich sterb nicht, das könnt ihr knicken. Bitte was? Zu spät. Ach so, den jagen wir oder was? Mein Schild ist was hin. Da komme ich auch gar nicht mehr hoch. Zeit läuft hier hoffentlich nicht ab, oder? Hä? Ja, halt die Schnauze. Mach doch selber was. Komm hier runter und kämpf gegen mich, wenn die langweilig ist. Ach, hier gibt's noch. Oh, hier geht's hoch. Die Wälder Britanniens wimmelten von Feinden. Und der große General Commodus stellte sich ihnen allein. Oh, sind meine anderen Gladiatoren. Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Mieses Schwein!
bin hier voll in der Klemme. Okay. Ups. Wo sind denn die anderen alle schon wieder? Stehen da am Rand und gucken nur zu, oder was? Komm! So war das gar nicht. Es waren eigentlich mehr mörderische wilde Krieger. Okay. Die Belohnung ist mein! Toll, jetzt habe ich auch gegen meine. Ich mache es kurz, Damokles. Sieh dich an, rachsüchtiger Damokles! Die Heldtat des großen General Commodus nachstellen? Fake Irrsinn! Ich habe die Dritten eigenhändig zerstört! Du quälst dich trotz der ganzen Hilfe! Nun komm schon, Damokles! Du sollst meine großen Errungenschaften nachahmen! Wie kannst du nur mein Ansehen von meinen Anhängern schmälern? Der hier nervt! Das war knapp, ich brauche wieder die Leben hier. Dankeschön. Aua. Ups, verkehrter Kopf, scheiße. Ich kam hier nicht mehr raus, ey. Scheiße, und von wo fängt es jetzt wieder an? Toll. Ich wollte eigentlich nicht mehr sterben. Ich wollte es wie ein echter Gladiator bis zum Ende durchhalten. Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Mörderische, wilde Ach, komm. Krieger. Ja. Unerreichter Stärke.
Yeah, falscher Knopf. Scheiße, das hat voll Zeit gekostet. Wie dumm! So war das gar nicht. Es waren eigentlich mehr mörderische wilde Krieger. Er wird... Und drücke ständig die verkehrten Knöpfe. Damokles war einfach brillant, oder nicht? So brillant, dass es seinen Kopf will. 1000 Denari für denjenigen von euch, der ihn mir bringt. Bei den Göttern! Die Belohnung ist mein! Tut mir leid. Tut mir leid. Geht doch! Geht nicht, geht nicht! Doch, geht! Verehrte Zuschauer! Zerstöre das Aquädukt! Steht bevor! Commodus wird das Aquädukt zerstören! Was für ein Finale! Ach komm, es war getroffen. Achso, ich soll es zerstören. Okay. Bevor es weitergeht, wir sind bei 19 Minuten. Hey, hey. Das heißt, beim nächsten Teil seht ihr, wie es weitergeht im Kolosseum. Bei Wise Son of Rome aus Rom mit von Nöher Gameplays als Hobby. Mann, was ein Spiel. Hammergeil. Ich hoffe, es macht euch beim Zugucken genauso viel Spaß wie mir beim Spielen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und dann sehen wir uns hoffentlich aber auch vielleicht noch bei einem anderen Let's Play von mir. Und gebt mir schön fleißig Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und ihr neu bei mir seid. Viel Spaß und auf Wiedersehen und tschüss.